eine schnelle Skizze machen. Wenn wir uns das Ahornblatt einmal betrachten, es erinnert irgendwo auch eine menschliche Hand. Es hat genauso 5 Finger. Ja, Mittelfinger, Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger und der häufig hat es auch dann sofort Zacken. Ich kann hier schon mal einen Zacken einbauen und so eine Mulde, einen Einschnitt. Und hier geht es weiter zu einem Zacken und zur Spitze. Weiter, hier zacke ich. Dieses Blatt auf der Vorlage ist ziemlich strapaziert mitgenommen. Und ich finde das auch irgendwo sehr, sehr schön, dass es auch diesen rauen Charakter zeigt. Es ist nicht alles heil. Es ist ein Blatt, das schon gefallen ist und vom Wetter und die Umwelt ziemlich mitgenommen wurde. Dann lass uns das auch so darstellen. Einfach so eine gerissene kleine Wunde. Hier geht es dann wieder weiter zu der Spitze. Und hier dann auch zu einem Zacken. Und schön können wir das abschließen. Malen wir ja, die orangenen Teile. Ich gehe so tupfen vor. Einfach mit der Spitze. Ich lasse das Pigment einfach rein in diesen feuchten Bereich und die Farbe verteilt sich von selbst, wie es will. Also ich möchte auch irgendwo eine Spontanität bewahren. Und natürlich brauche ich nicht alles mit dieser Farbe abzudecken. Wir arbeiten uns einfach weiter. Die nächste Farbe, die ich nehmen werde, ist grün. Ich kann selbstverständlich zu diesem vorhandenen Gelb einfach ein helles Blau dazugeben. Cyan. Auch bitte einmal pigmentiert und nicht sehr wässrig, sondern milchig. Und los geht's auch so. Ein bisschen milchiger. Tupfend kannst du das auch so in diesem Bereich die Farbe zerfließen lassen. Oder du nimmst direkt eine grüne Farbe, zum Beispiel Phthalogrün in meinem Fall. Und damit es nicht so stark ist, vermische ich dieses Grün zu einem fröhlicheren. Ja, dieses kühle Phthalogrün vermische ich mit einer zitronengelben Farbe und das wird zu einem etwas fröhlicheren Grün. Und los geht's. Hier ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr Substanz. So. Und los geht's. Hier wird unser grüner Teil sein. Einfach so reintupfend. So. Kannst du gerne auch hier an einigen Spitzen dazugeben, weil dann die nächste Farbe wird rot sein. Und rot mit grün ergibt braun. Wir haben diese bräunliche Töne hier an einigen Spitzen, nicht wahr? Deswegen dürfen wir sie auch sofort eingeben. Sie werden sich bei dem Vermischen mit Rot zu einem Braun vermischen. So, und hier, das kannst du jetzt schon mal beobachten, wie das so bräunlich wirkt. So, einfach mit der Spitze diese Gräte, diese Kapillare kann ich ein bisschen zeigen. Nicht überall, das werden wir dann später eventuell noch dazufügen, vielleicht auf schon trockener Fläche. So, erstmal konzentrieren wir uns auf diesen grünen Auftrag. So. Auch so tupfend, damit dazwischen auch manche gelbe Töne durchschimmern. Und jetzt können wir gerne eine knallige rote Farbe aufnehmen, so schön knallig. Und lass uns ja dann diese knallige und Farbe. Und sofort geht es auch mit der Farbe. So, so und so. Da rein. Und schön verteilt sich das, wie du siehst, in den vorgefeuchteten Bereich. So, hier ein bisschen Pigment einfügen. Wunderbar. Und wieder mit einem halbfeuchten Pinsel einmal hier anfeuchten
Und da fügen wir auch einmal ein bisschen Schatten. So. Und noch ein bisschen hier oben. Ich gehe sogar da rein in mein Blatt rein. Es macht nichts, weil und so ein bisschen, weil diese Farbe trotzdem nicht dunkler ist als das Blatt an sich. Deswegen kann ich auch ruhig hier drüber streifen. Ein bisschen noch feuchter machen. Und es ist jetzt komplett trocken. Ich habe meinen Knetradierer in den Händen so weich geknetet, damit es einfach aufgewärmt wird und weich wird. Und mit diesem Knetradierer ganz leicht radiere ich die Reste des Bleistifts. Ich nutze einen weichen Bleistift, deswegen fällt es mir auch leicht, ihn wieder wegzuradieren. So, dass dann einfach nur ein reiner Farbauftrag, aquarellistischer Farbauftrag bleibt. Danke für dein Interesse an diesem Tutorial. Möchtest du diese Videoanleitung in voller Länge, absolut kostenlos, inklusive Malvorlagen und ohne Werbeunterbrechungen finden? Dann schau mal kurz unten in die Beschreibung rein. Da habe ich dir einen Link hinterlassen.